Was können all diejenigen, die gerade nicht in den Urlaub gefahren sind, bei diesem herrlichen Wetter Besseres tun, als ein Freibad zu besuchen? Wir haben uns heute auf den Weg nach Grossen gemacht. Das Bad befindet sich im Norden von Zwickau und verfügt über eine 3200 Quadratmeter große Wasserfläche. Bei unserem Eintreffen hatte der Bademeister kurz Zeit für uns. Ja, Herr Hochmuth, wir haben heute mal gegoogelt und haben gesehen, das Bad hier in Grossen, familienfreundlich und im Grünen. Bei bestem Wetter sind wir hierher heute zu Ihnen gekommen und wollen mal ein bisschen mehr wissen. Das Bad gibt es ja schon lange. Ja, seit 1925. Wie ist es denn entstanden? Das Bad ist entstanden durch die Betriebe hier in Grossen und durch viele Förderer, die es zu der Zeit gab. Ist ja alles in Handarbeit gemacht worden zu der Zeit. Den Förderverein gibt es heute noch? Den Förderverein gibt es seit 2005. Und wir sehen es ja schon, wir haben schon mal kurz über den Zaun gelugt, das Bad ist in einem besten Zustand. Ja, man versucht das Beste. Im besten Zustand sagen wir mal nicht gerade, aber man versucht das Beste draus zu machen. Was wird denn alles vorgehalten? Ja, also wir haben Tischtennisplatte, Volleyballplatz, Fußballplatz, Kinderspielgeräte. Das war es eigentlich. Und das große Becken, wo man seine Bahn ziehen kann. Ja, 50 Meter Becken und dann nochmal hinten ein Nichtschwimmerbereich und ein kleines Babybecken. Wie viel Grad haben wir denn heute aktuell? Jetzt zur Zeit sind 22 Grad. Also würde ich sagen, da können wir die Füße schon mal reinhalten. Ja, also für mich, ich sage angenehm. Viele sagen, es ist zu kalt. Wir dürfen uns mal umschauen und die Leute fragen. Ja, dürfen Sie. Bitte. Ja, wir sehen, Sie sind nahtlos braun, sieht wunderschön aus. Freibad Grossen, gefällt Ihnen? Ja, schon seit Jahren. Sie waren als Kind schon hier? Als Kind nicht, aber mindestens schon 15 Jahre. Es ist so eine familienfreundliche Atmosphäre. Erstens mal das und viele kennt man dann auch. Und was wunderbar hier ist, die Anlage ist gepflegt und das Wasser ist immer pieksauber. Da gebe ich Ihnen recht. Ja, denn da sorgt der Bademeister dafür, da ist er laufend unterwegs und fischt ab. Also das Wasser ist wunderbar. Dann wünschen wir Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Ne, danke. Dominik, wir sehen es hier, Freibad Grossen Nummer 1 steht auf deinem Shirt. Was machst du hier? Ich bin Rettungsschwimmer und passe auf die Leute auf, dass nichts passiert. Wie benehmen sich denn die Leute so im Bad? Ja, manche ganz gut. Bei manchen gibt es ein paar Ausnahmen, aber sonst alles gut. Aber ansonsten zurzeit tolle Zeit, ein schöner Sommer. Ja, ist sehr heiß und Aber Wasser passt, ist ja alles in Ordnung. Ja, ist alles super. Ja, hier in illustre Runde im Grossener Bad, wie gefällt es Ihnen? Schon seit Kindheit gehen wir hierher. Es ist wunderbar, als wenn du das siehst, die Weite alles, ne? Und wenig Leute. Also, das ist super. Das Wasser ist super. Also ich empfinde ich in anderen Bädern so schön nicht. Ja. Traurig, wenn es wirklich mal zugemacht wird, wenn das ist doch so ein Kreis, die das machen. Der Förderverein. Oder Förderverein, den müssen wir nur danken. Das ist wunderschön, also. Dann werden wir das nach draußen tragen, dass ganz viele Leute das noch erfahren. Oh nee, lieber nee. Dann ist zu viel betrieben. Ne? Ja, wir sind heute hier im Grossener Bad und Sie haben sich ja hier richtig heimisch eingerichtet. Immer, immer, jedes Mal. Was ist das Besondere an diesem Bad? Nö, es ist sehr schön angelegt. Es ist auch genug Platz da für die Leute. Anständiger Parkplatz, sauber. Familienfreundlich. Also die Leute sind alle nett, es gibt zu essen, sie haben alles da, die Toiletten, es ist alles da, es fehlt eigentlich an nichts. Also kommt es uns gerade in die richtige Zeit, denn viele trauen sich ja auch nicht wegzufahren, Flieger fliegen nicht, also ist es auch zu Hause bei uns schön? Ja, nee, ist wunderschön hier und vor allen Dingen, wie gesagt, für die Kinder ist es ganz ideal. Ne? Wenn sie an den großen See sind, gut, müssen sie immer Obacht geben. Hier geht's ja, ne? Nee, es ist schon schön. Du bist heute mit deinen Großeltern hier im Bad in Grossen. Gefällt's dir? Was gefällt dir besonders? Die Rutschen. Und das Wasser ist warm? Und hast du Freunde mit hier? Ja, hier hinten. Weißt du was? Da gehe ich jetzt mal zu den Freunden und frag die mal. Okay? Wie heißt du? Ich heiße Emilia. Und Emilia, du gehst gerne hierher ins Bad? Warum? Das ist das erste Mal. Das erste Mal? Kannst du schon schwimmen? Willst du es lernen? Dann bestimmt hier, ne? Wir wünschen euch einen schönen Tag.
Ja, wir haben heute ganz viele Menschen getroffen, die schon immer hierher gehen. Und wir haben es gerade gehört, Sie sind das erste Mal hier. Wie finden Sie das Freibad Grossen? Schön, es ist schön in der Natur gelegen, es ist ruhig, es ist herrliches Wetter und super für Kinder. Und ihr habt ja Ferien, tolle Zeit, ne? Und gefällt es euch hier? Ja, sehr. Ja. Was ist das Besondere an diesem Bad? Es ist nicht weit weg von meinem Zuhause und es ist eigentlich schön, es ist groß und ja, eigentlich mal. Und das Wasser ist toll, ne? Ja. Sie sind der Papa? Ich bin Oma. Doch, Entschuldigung, Chapeau. Wie finden Sie das Bad hier? Sie kennen es auch schon als Kind? Na klar, also ich finde es gut. Ist auch schön, dass es weiter hier erhalten bleibt, das ist halt wichtig. Ja. Sie werden entschuldigen, dürfen wir Ihre Unterhaltung mal kurz unterbrechen? Ich bin extra im Wasser geblieben. Kommen Sie ein bisschen zu uns ran. Nein, Freibad Grossen, schön hier. Toll. Wunderschön. Oh, ja. Was schätzen Sie besonders? Das Wasser. Ja, ist alles toll. Gastronomie, Toiletten, passt schon, ja. Es ist einfach nur gemütlich und entspannt in diesem Bad. Netter Bademeister, nette Gastronomie, also man kann es nicht anders sagen. Sehr gepflegt, sehr sauber, ordentlich. Also Sie würden es weiterempfehlen? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Nicht jeden, da wird es zu voll. dann wünschen wir Ihnen noch einen schönen Tag, ganz viel Spaß. Auf jeden Fall erhalten bleiben, also das muss sein. Ne? Ein Bierbad wäre ja auch nicht schlecht, ja, aber Plane ist unschön, aber Plane ist das halt. Das sind wir als Kinder schon gegangen ins Bierbad. Das sind die, Erinnerungen. Ne? Mit den Kindern. Ja. Nein, nicht nur die Erinnerung, es ist ja dort unten auch nicht viel. Und das ist es erreichbar auch für Familien mit auf Kindern. Jeden Fall. Es ist ein Trauerspiel, das dazu gemacht wird. Also das hätte nicht passieren dürfen. Ich habe schon gesagt, das Bierbad gehört eigentlich genauso zu Zwickau wie das Robert Schumacher. Genau. Das ist unsere Meinung. Ich möchte ergänzen zu dem Interview, was bereits gemacht worden ist, dass es uns sehr wichtig ist, dass die Stadt und alle und die Öffentlichkeit mitbekommt und erfährt, wie wichtig das ist, das Bad hier in Grossen zu erhalten und gleichzeitig das 04-Bad in Zwickau wiederzubeleben und für die Leute zugänglich zu machen. Dass sich das besser auf die wenigen Bäder verteilt, das war unser Anliegen. Sie haben es sicher herausgehört. Zwei Dinge wurden von vielen unserer Interviewpartner angesprochen. Der Erhalt des Grossener Bades und auch der Wunsch, dass das 04-Bad wieder zum Leben erweckt wird. Die gastronomische Versorgung im Freibad Grossen obliegt dem Fleischi. Über ihn und seine Spezialitäten haben wir bereits berichtet. Es war heute Vormittag ein schöner Dreh mit netten Menschen, die gerne hier zu Hause sind.